Leute, mir ist wieder komplett langweilig, deswegen kommt einfach ein Rubik's-Cube-Video. Und zwar, ich löse ihn einfach mal und dann erkläre ich in einzelnen Schritten wieder, wie ich ihn löse. Können wir mal probieren, dass dieses Video über 100 Aufrufe bekommt? Nee. Dankeschön. Er wäre auf jeden Fall sehr, sehr nett. Hat einen Friseur. Auf jeden Fall, ich schläge einfach mal so los. Das ist jetzt halt hier jetzt langsam. Ist das Cross. Und hier sind dann passt dann alles auf dem Mittelstand beieinander. Als nächstes F2L. Ich weiß, es kam lange kein Video mehr. F2L, also zwei Layer. So, egal. Dann weißes Cross. Ja, gelbe Seite. Dann hier alle rundum und dann noch UB-Pam. So. So. Und jetzt erkläre ich es einzeln, halt wie ich das mache. Als erstes löst ihr einfach das Cross. Da gibt es noch keine Algorithmen. Die Algorithmen blende ich euch dann oben ein, glaube ich, einfach so, ja. So, dann macht ihr F2L. Also, ihr sucht euch hier diesen Eckstein und verbindet in den passenden Mittelstein, dass sich hier so ein Paar bildet. Also, so eins, ja. Und das sitzt ihr dann ein, unten halt. Ja, so einfach ist es. Dann hier, dann gehört noch der letzte rein. Genau. Hier kommt dann der erste Algorithmus. Hier, den Algorithmus kann ich sagen, den könnt ihr vielleicht merken. Ist nicht so schwer als dieser. Dieser ist Front. Okay, warte, Front. R, Up, R Prime. Up Prime und Amazon Prime. F Prime. So, die große Amazon Prime. Dann habt ihr halt das weiße Cross, die Eckseiten könnt ihr schicken. Dann lernt ihr entweder die Anfängermethode, also ja, macht ihr es entweder mit der Anfängermethode oder ihr macht weiter mit Tuluk OLL. Dann macht ihr hier so. Die gelbe Seite ist easy gelöst. Dann noch hier diese hier lösen, die mache ich eigentlich immer so mit R, oh scheiße, ein Drag, U, R Prime, F Prime, R, U, R Prime, U Prime, R Prime, Front, U2, R2, U Prime, R Prime, ja. Schwere Zeiten. Hier mache ich dann wieder kurz alle Ecken. Und dann macht ihr. Ja, ich, bei mir ist jetzt hier der Fall U Prime, glaube ich. Da geht R2. Ja, S, oder? Ja, S, glaube ich, war das. Dann U2, S, S,
Ja, ist vor allem halt wieder du weißt, den Nil nach vorne bringen und ja. Das ist halt genau dasselbe, wenn ihr von der Anfängermethode, also die vordere Seite zweimal, dann oder warte, vordere Seite, dann unterscheiden links oder rechts, beide runter, dann beide wieder hoch und dann so. Das wäre halt eins zu eins dasselbe, habe ich jetzt vor kurzem herausgefunden. Also, es ist dasselbe Algorithmus, der andere ist halt nur einfacher, aber ja. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß beim Lernen jetzt. So. Jetzt löse ich mich noch mal kurz ein bisschen schneller. Ich bin noch nicht komplett schnell. Also damit kann ich die ein oder andere. Nein, das klappt nicht. Hä? So, genau. Jetzt habe ich es komplett verkackt gerade. Ja, wir sehen uns dann beim nächsten Video.